Und willkommen zurück bei GTA Online mit einem leicht durchsichtigen Shadowrunner oder wenn ihr bei Shadowrunner guckt, mit einem leicht durchsichtigen Bacon. Hallo Shadowrunner. Hallöchen, du musst mehr essen, eindeutig. Genau, gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja, wir hatten ja in der letzten Episode den Kurumba Karamba Karacho hier abgegeben und jetzt habe ich von Lester einen Anruf, dass es mit dem Überfall weitergeht. Man muss halt nicht extra wieder in die Wohnung, sondern wenn man so einen Teil geschafft hat, kann man über Lester auch dann scheinbar direkt den nächsten starten und spart sich ein bisschen Reisezeit. Ja, hat bei mir die Folge, dass du dich auflöst an deinem Auto und wahrscheinlich kannst du mich dann gleich wieder einladen. Genau, ich kann jetzt hier nämlich das Finale starten, da winken bis zu $115.000. Für jeden? Nee, ich glaube für mich. Wir können okay, das dann und, ja gleich aufteilen. Und ich bekomme ein Butterbrot. Ja. Und ein Fleißsternchen wahrscheinlich. Ja, bevor ich dich einlade, trinke ich nochmal eben schön einen Schluck. Wie auch schon bei den anderen, machen wir es natürlich so, dass ich das hier gerade wieder starte. Ich kaufe mir noch eben die schwerste Panzerung und lade dann mein Crewmitglied, den Shadowrunner, ein. Ja, ich stehe hier mitten auf der Straße. Oh, ich habe auch deine Einladung bekommen. Ich gehe nur kurz von der Straße runter. So, Jobliste. Nein, das nicht. Dirks. Ja, da steht man auch, sieht man auch schon, der Fahrer kümmert sich um die Geiseln und der Beifahrer bohrt. Ja. Angenommen. Ich denke, ich bin der Fahrer, oder? Und ich bin hervorragend im Bohren, ja. Das ist gut. Du trittst gerade noch bei, scheinbar. Ja, das ist richtig. Weil ich hatte ja noch kurz auch mir die Einladung durchgelesen. Ich klicke ja nicht einfach an. Genau, jetzt bist du beigetreten. Hast du munitionstechnisch und so alles Paletti? Ja. Obwohl wir wissen ja noch aus Folge 5 oder so, wissen wir da noch, was passiert, wenn ich Geiseln habe und so. nur gute Sachen. Aber schauen wir doch mal, was diesmal hier passiert. Erstmal noch schön weiter meinen Whisky. Ah, ist das schön. Guten Tag. Your first time, you know, the first times, well, it's never easy, there won't exactly be a fireworks, you know, it'll be vaguely awkward and disappointing. Ich bin ja froh, dass ich keine Frau bin. Stick the wrong thing, the wrong part, and you'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards, but new worlds will open up, something will have changed, you know, new opportunities. New risks, and that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it, squash it down, and we'll never talk about it. Okay? Okay? Okay. First time, Felisa. Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, you come see me, give me the box, and you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. But, you know, we all gotta start somewhere. Good luck. Ah, okay, ich sehe gerade. Ich brauche jetzt erstmal einen Therapeuten. Ja. Das ist die Tafel des Raubüberfall-Finales. Hier legst du fest, welchen Prozentsatz jedes Teammitglied als Anteil bekommt, welche Rolle und welche Aufgaben jeder nimmt und kannst dir ihre Werte ansehen. Genau, ich hatte vorhin was von 115.000 erzählt oder so. Das war auf normal scheinbar noch der Wert. Aber ist ja nicht so schlimm zum Anfang. Also man sieht jetzt auch rechts, Anführerkosten hatten wir jetzt nicht, sehe ich das richtig? Genau, also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich werde es jetzt hier einfach, weil, ich meine, mein Gott, wir spielen ja eh innerhalb der Crew, innerhalb von Leuten, wo man sich kennt, wo wir uns eh regelmäßig abwechseln werden. Wir müssen eh jeden Heist mehrfach machen, damit dann nämlich zum Beispiel dann
auch ja jeder von uns, also man muss einen Heist als Host, glaube ich, abgeschlossen haben, um den nächsten als Host starten zu können. Ja. Gut, weil sonst hätte ich gesagt, das, was am besten oben die Aufteilung, die man gesehen hat, so macht, dass der Anführer die Unkosten raus hat. Ja, auf jeden Fall. Das sollte man sonst, denke ich mal, machen. Wie gesagt, aber da wir hier eh untereinander spielen, ich mache jetzt gleich einfach 50-50. Das ist sehr nett. Und boah, dann gucken wir doch einfach mal. Wie gesagt, das, wie Lester das gerade so schön gesagt hat, das ist der erste Überfall. Unser erstes Mal. Und da wird sich sicherlich dann auch bei den zukünftigen was ändern. Ja, ich kann hier einfach auf das Prozent bei dir klicken und also oder auch bei mir und dadurch kann ich entsprechend die Werte ändern. Momentan bist du der Fahrer und ich der Bohrer. Ich sag nee, ich bin der Fahrer, du bist der Bohrer. Das würde mir zum Beispiel gar nicht angezeigt. Ach so. Doch, klar. Ich hab's übersehen. Genau. Fahrer, Bacon Orange, genau. Und ich bestätige das Ganze jetzt und du müsstest wahrscheinlich sagen, dass du bereit bist. Also ich könnte mir jetzt hier auch, glaube ich, deine Werte angucken. Mach das besser nicht. Ja, lassen wir mal lieber. Ja, aber ich habe auch schon gesagt, dass ich bereit bin. Ja, jetzt kann ich auch auf Fortfahren klicken. Unten rechts läuft sonst auch die ganze Zeit ein Timer und oh, das ist doch ein schönes Outfit. Also das finde ich echt schnucke. Nicht? Also die Maske. Okay, man muss anscheinend als Monster reingehen. Und dann hat man noch irgendwelche Overworlds. Dann nehme ich das doch passend zu meiner Haarfarbe. Ah, ich glaube, du wählst das komplett aus. Ich kann es gar nicht, oder? Ja. Verändern nochmal was? Ja, ich glaube, ich wähle das aus. Ja. Weil wir sind halt dafür zu synchron. Nehmen wir doch Klebeband. Naja. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne den roten Overwall behalten. So. als Fahrzeug nehmen wir jetzt einfach noch immer mal wieder meinen Patriot. Wir müssen uns jetzt ja eh erstmal unser Fluchtfahrzeug holen. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal selber was umgestellt. Also für die Leute, die zuschauen, die können sich einfach merken, wenn wir mal nebeneinander stehen, ihr könnt euch uns an den Overworlds unterscheiden. Genau, ich bin blau, Shadow ist rot, bei mir ist es der Alkoholzustand und der Shadowrunner hat halt gerade wieder seine Tage. Du bist fast so schrecklich wie Lester. Sensibel meinst du, wie Lester, ja. So, ja, jetzt geht's erstmal zu Lesters Fabrik, wo wir unseren Corumba Carajo und so holen. Ja. Ich glaube, das kommt nur, weil er an dich denkt. Also mit dem Auto werde ich, glaube ich, zur Bank aus und auch echt wirklich vorsichtig gleich fahren. Ja, und weil, auf dem Grund nicht so wie gerade. Genau, weil wir brauchen das ja dann ja wirklich als Fluchtauto. Und da soll es zumindest nicht schon brennen, bevor wir losfahren. Das wäre von Vorteil. Ich hoffe mal, dass Paige die kleinen Blessuren vom Abholen ausgebügelt hat. Ja, ach mein Gott. Also sonst, so ein, zwei kleine Sachen hatte es ja. Also. Ja, hauptsächlich Schusslöcher und so ein, zwei Schrammen an Kotflügeln. Aber das passiert ja hier einfach in Los Santos einfach mal so auch nebenbei. Da kann man ja nicht zwangsläufig was für. Was beim Abholen aber wirklich zu sehen war, was ich ein bisschen schade fand, wenn ich halt zurückgezielt habe, das war immer nur so ein minimaler, wirklich ganz gerade nach hinten schießen ging. Alles andere, weil halt die Panzerung im Weg. Wie sieht es seitlich aus? Wahrscheinlich genau das gleiche, oder? Na, seitlich waren eben nicht so viele Schussmöglichkeiten, weil du bist ja durch die Gegner durchgefahren, dann waren sie immer dahinter. Driller, I'm sending you that hacking program. When you get in the car, you need to get on it and start breaking into their system. Okay, ich muss gleich also nochmal hacken. Ja. Nee, aber das Auto sieht er aus. Ich finde, der sieht super aus. Hat auch, glaube ich, jetzt eine andere Farbe, oder? Ja, der war, glaube ich, vor grün. Ja. Und jetzt halt schwarz. Also zumindest, ja. Also der, so schwarz war der nicht. Ja. Genau, ich muss dich jetzt auf Fließerbank fahren. Ah ja, und ich muss wieder hacken. Oh, das sieht komplizierter aus. Oh.
Okay, erste geschafft. Ja, bin ich einmal fehlgeschlagen. Ach, du siehst jetzt auch gerade gar nicht, wie ich fahre, ne? Nein. Ja, super. Und du siehst nicht, was ich mache. Ja, das sehen wir erst in der Aufnahme. Ja. Nein. Du kriegst den Text von ihm schon mit, ne? Ja, ich konzentriere mich aber gerade. Mal ein bisschen langsamer. Also, sobald ich in die Bank reingehe, soll ich dann die Kameras direkt ausschalten, dann die Geiseln in Schach halten und du kannst dann irgendwie auf dem Handy den Tresor öffnen. Ja, das, beim ersten Mal war ich am weitesten und jetzt werde ich jedes Mal vor rausgeschmissen. Nein. Ich glaube auch echt ein paar knifflige Stellen dabei. Machst du es mit Maus oder also mit Gamepad? Nein, oder lass mich bitte nicht fragen jetzt. Okay, zweite habe ich jetzt geschafft. Ich mache es mit dem Gamepad, aber halt nicht mit dem Analogstick, sondern mit dem... Oh, jetzt starte ich da rechts. Das ist ja mal sehr schön. Irgendwie ein bisschen versaut. Machst es mit dem Gamepad und zwar nicht mit dem Analogstick. Ja, und in meinem Alter merkt man ganz stark, Multitasking wird schwer, sprich immer wenn Bacon Orange mich was fragt, dann fahre ich in die Wand. Manchmal ist das echt peinlich, an welchen Stellen ich das Ding hier gerade versaue. Ja, ich schweige jetzt einfach mal, bis du es geschafft hast. Nochmal eng. Puh, hey. Ihr vergesst einfach, was ihr gesehen habt. Blitzdingsen. Okay, also du hast es jetzt geschafft. Ich. Oh, okay. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch gerade Lester. Nein, also ein Lester-Gesicht anscheinend als Virus. Tanzt über den Bildschirm. Fertig. Okay, ja, das Auto steht jetzt direkt vor der Bank, wie du es jetzt auch wahrscheinlich sehen kannst. Dann ja. Könnten wir jetzt... Okay, Handy aufmachen. Ah, ich sehe es, da unten ist eine VLSI Unlock. Aktiviere ich. Wird freigeschaltet. Ja, das sieht auch gut aus. Masken aufsetzen? Ja, habe ich gemacht. Und du gehst, glaube ich, vor, weil ja. Du musst die Geiseln übernehmen. Okay, now find the safety deposit box. Ich versuche den Tresor zu finden. Sind leider gerade nur zwei Kameras. Okay, jetzt. Ich finde die anderen Kameras nicht, das ist ein bisschen peinlich. Du wirst das schon hinkriegen. Ah, ich hab sie alle. Gut, jetzt sollte ich die Zeugen einfach unter Kontrolle halten. Ich wechsle mal eben die Waffe, und zwar nämlich noch, was nicht so streut. Ja, ich muss hier jetzt bohren und dabei aufpassen, dass er nicht überhitzt, was gerade geschehen ist. Ich schieß einfach ab und zu einfach einen Schuss. Halt. Ja, Drill läuft.
Ich muss mal wieder kurz abkühlen lassen. Das ist immer noch sehr heiß. Ja, ja, ich habe jetzt hier so einen Einschüchterungsbalken. Der schaue ich einfach, dass da immer möglichst voll ist. Ja. Oh, das mit dem Bohren ist jetzt aber gerade echt so ein bisschen knifflig. Ja, bei den Kameras hätte ich mich auf jeden Fall besser anstellen können. Ich hab die echt einfach ein bisschen übersehen. Ich bin erst durch einen von den Stiften durch. Ja, Tipps kann ich dir auch noch nicht geben, weil wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Wir werden den natürlich demnächst nochmal spielen, damit du auch daheim bist und damit ich auch einfach weiß, was man hier zum Beispiel als Bohrer macht. Ja. Vielleicht stelle ich mich hier auch gerade doof an. Der wird halt immer rot und ich muss halt zum einen die Geschwindigkeit kontrollieren und zum anderen, wie stark ich gegen die Stifte drücke. So, der zweite ist jetzt durch. Wie viele Stifte musst du durchbohren? 4. Okay. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen, dass man einmal die optimale Geschwindigkeit für beide draus findet. Das ist ja einfach eine Übungssache. Noch habe ich 3160 Schuss. Ich bin mal gespannt, ob das auch dann mit höherem Schwierigkeitsgrad noch schwerer wird, weil ich finde, dass ich kann mir vorstellen, dass das. Aber vermutlich musst du einfach einmal raushaben, wie das funktioniert. Und da gibt es sonst sicherlich zur Not auch im Internet ein, zwei Videos, die einem sowas, die einem da wahrscheinlich auch noch hilfreiche Tipps geben. Ich meine, im Endeffekt musst du es halt einmal selbst hier, denke ich mal, alles gemacht haben, um einfach das halbwegs beurteilen zu können. Und ja. Dann kann man sich danach wahrscheinlich jetzt gleich den dritten. Perfekt, jetzt arbeite ich am vierten. Muss aber nochmal abkühlen lassen. Wenigstens muss man nicht zwischendurch noch, was weiß ich, Bohrer ist abgenutzt. Ja, habt ihr gerade eine Zeit, Party? Schnell kommt. Ja, ja, die waren gerade nicht mehr ganz so doll eingeschüchtert. Ach je. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, die Stifte hier kann man eigentlich kaputt schießen. Die Stifte am Bankschalter. Den letzten mache ich jetzt nicht, weil nachher ziehe ich doch leicht daneben oder ich streue zu doll und dann habe ich einen Bankangestellten erledigt. Ja, das wäre nicht so schön. So, ich näher mich dem Ende des vierten. Na komm schon. Jo, ist aus. Ich hab's rausgeschnappt. Okay. Und du hast die? Ich komme. Okay, ich gehe schon mal ins Auto. Ja. Na, okay, ich bin im Auto. Du musst nur noch rauskommen. Schneller, 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 schneller. Ja. Schneller. Einsteigen, einsteigen. Okay, yeah. Und ab geht's. Okay, falsche Richtung. Ja, da haben wir ein bisschen Polizei Begib hinter dich uns. Zur Abholstelle. Das sind 1,8 Kilometer und vor uns haben wir, glaube ich, gleich auch eine Straßensperre. Da habe ich aber eine wunderbare Idee. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich umfahre die Straßensperre, die direkt vor uns war, die eine. Vorne kommt aber noch eine Sperre, da wirst du wahrscheinlich mein Elfer gepanzert. Such dir einfach eine Lücke raus. Und ich schieße mal jetzt nicht auf zu viele Polizisten. Und was ist das gut? Das Auto müssen wir hoffentlich jetzt nicht mehr im guten Zustand übergeben. Warst du das gerade oder Nein. war das die Bohne? Ja, ja, ich habe nach hinten geschossen. Okay. Einfach, weil ich endlich mal Ziel hatte. Ach so, meine Scheiße. Oh, schön. Das ist noch State Police, ne? Ja. Ja.
Ah! Ah, unter dem Cargo Bob fahren. Ja, oh, wunderbar. Schön. Ja, also das war jetzt ehrlich gesagt ziemlich einfach, unter den Cargo Bob zu fahren. Das war jetzt nicht wirklich die Kunst. Es wäre eher eine Kunst gewesen, mit dem Cargo Bob das Auto aufzusammeln. Ja, dann bin ich aber gespannt, ob es das jetzt gleich schon war und ob wir schon ausgezahlt werden. Das wäre schön. Geld, Geld, Geld. Mögen wir immer alle. Da ist unser Freund Lester. Ja, haben wir uns den ganzen Tag drauf gefreut. Yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Say, you passed. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad, but don't get clingy. Ja, ich frage mich jedes Mal, redet er über Sex oder? Jetzt weiß ich nicht. Mögliche Beute 100.000. Tatsächliche Beute 100.000. Und ich bekomme 50.000. Ah, und war das Bonus fürs erste Mal. Insgesamt verdientes Geld 150.000. Das ist doch ganz nett. Und ja gut, 1780 RP. Wie gesagt, aber man muss dazu ja auch sagen, wir haben es halt auch auf leicht gespielt. Um es kennenzulernen, war das aber nicht unbedingt die schlechteste Entscheidung. Genau, denke ich mal auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht noch ein zweites Mal machen, dann mit dem anderen als Anführer, damit wir es auch beide durchhaben. Genau. Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das so pipi einfach war, dass wir sagen müssten, wir, was weiß ich, vernichten die Aufnahme und spielen es nochmal auf normal. Also ich fand das Nein, schon ganz okay. Und vor allem jetzt ist ja auch erstmal ja noch eine schöne kleine Feier angesagt. Naja, ich habe jetzt einen weißen Bildschirm. Siehst du eine Feier? Ja, Fließerüberfall abgeschlossen, da die kleine Party. Wunderbar, sowas wollten wir doch schon die ganze Zeit machen. Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade die ganze Zeit rede, das hat nur den einfachen Grund, dass die Musik im Hintergrund nicht so gut zu hören ist. Ja. Ach ja, stimmt, da sollten wir vielleicht drüber reden. Ja, ja. Das war's. Gut, endlich habe ich mal ein Bierchen trinken können. Jetzt kann ich auch, nein, das wollte ich nicht. Wir könnten jetzt auch den Caramba Carajo Corumba, ich könnte den jetzt zumindest kaufen bei Reisen und Transport, bei Warstock Cash and Carry müsste das gewesen sein, oder? Und wie teuer? Nee, hier ist er nicht. Also ich weiß, wenn man die Sachen abgeschlossen hat, dann kann man wohl die Autos auch kaufen. Er schlägt mir gerade vor, Geld einzuzahlen, was bei 50.000 eine gute Idee ist. Der Corumba ungepanzert 95.000, gepanzert 525.000. Dann würde ich ihn direkt gepanzert nehmen. Ja, also ich meine, wenn, würde ich ihn auch wahrscheinlich gepanzert kaufen, allerdings. Dann wäre ich wirklich pleite. Bei mir wird das Geld nicht reichen. Ich habe jetzt irgendwie, habe schon wieder vergessen. Nee, ich hätte dann noch 2.000 übrig. Aber wie gesagt, das muss ja nicht sein. Ja, aber ich denke, hier können wir jetzt auch Schluss machen. Wir hatten hier schön einen Tequila, la 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 la. Und hatten, also mir hat es echt viel Spaß gemacht, da heißt. Und ich denke, dann machen wir irgendwann in Zukunft einfach mal dann auch sicherlich einen anderen. Und oh, Lester ruft bei mir an. Das soll auf jeden Fall noch rein. Bei mir nicht. Ja, sag mir dann mal, was er erzählt. Er hat nur gesagt, wir sollen es genießen, und er meldet sich dann demnächst mit Details zu einem weiteren Raubüberfall. Wie gesagt, vermutlich, weil ich den halt schon abgeschlossen hatte als Host. Ja, aber wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden den auf jeden Fall noch ein zweites Mal, hat es ja schon gesagt, spielen. Allein schon, damit du auch sonst dann mal halt die späteren auch hosten kannst. Und dann werden wir sicherlich uns vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen auf normal angucken. Aber ich denke, jetzt so zum Reinkommen war das ganz gut. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.